Herzlich willkommen zum Auf den Prüfstand Experten-Talk. Heute mit Bruno Rasinger, Leiter der österreichischen Wasserrettung beim Landesverband Kärnten. Herr Rasinger, die Kärntner Wasserrettung absolviert im Jahr mehrere hundert Einsätze. Was sind statistisch gesehen die häufigsten Notfälle, zu denen Sie gerufen werden? Ja, die häufigsten Notfälle, wenn wir es auch schon jetzt in den letzten Tagen mal wieder gehabt haben, das sind einfach die Sturmwarnungen, die Gewitter, die was plötzlich unter Anführungszeichen aufziehen. Und da haben wir eigentlich jedes Jahr weit über 100 Personenrettungen, die wir da, wo wir an für sich die Personen, die noch am See sind, dann retten und ans Ufer bringen müssen. Können Sie uns ein paar einfache Tipps geben, die man beim Sprung ins kühle Nass beachten sollte, um nicht in Gefahr zu geraten? Ja, schon einmal, der Sprung ins kühle Nass, das so heißt, das sollte grundsätzlich vermeiden. Also er sollte nur dort hineinspringen, wo er weiß, dass es tief genug ist. Aber ganz, ganz wichtig ist es, vor allem jetzt bei diesen Temperaturen, wenn ich aufgeheizt bin oder auch vorher sportliche Betätigung begangen habe, dass ich mich dementsprechend einmal abkühle und dann erst ins Wasser gehe, damit sich der Kreislauf wieder beruhigt. Denn da passieren die meisten Unfälle. Was genau sollte man als Laie tun, wenn man einen Badeunfall beobachtet? Wenn ich sowas beobachte, ist ganz, ganz wichtig, dass ich zuerst die Rettungskette in Gang setze. Das heißt, dass ich um Hilfe rufe, auf mich aufmerksam mache, dass jemand Hilfe braucht. Eine Rettung sollte, wenn grundsätzlich vom Ufer aus passieren und nicht direkt zum Verunfallten, mehr oder weniger, der was Hilfe braucht, hinschwimmen. Ich kann ihn ansprechen, ich sollte ihn dazu animieren, dass er wieder an das rettende Ufer schwimmt. Sollte das nicht wirklich funktionieren, habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ihm eventuell eine Schwimmboje, ein Rescue Board oder zumindest ein Stand-Up-Paddle oder sonst was eigentlich hinbringt, so damit sich derjenige festhalten kann, damit man den wiederum retten kann. Aber grundsätzlich sollte eine Rettung grundsätzlich vom Ufer aus stattfinden, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen. Wenn man Wasserretterin oder Wasserretter werden will, welche Fähigkeiten sollte man mitbringen bzw. wo kann man sich melden? Einmal, Fähigkeit einmal ganz, ganz wichtig ist, man sollte einmal schwimmen können, damit er als Wasserretter tätig sein kann. Melden kann man sich bei jeder Einsatzstelle, Ortsstelle in Kärnten. Wir haben da an den verschiedensten Seen mehrere Ortsstellen. Und wenn ich da nicht den direkten Kontakt habe, kann man sich über die Homepage des Landesverbandes Kärntens unter kärnten@oebr-kärnten.at dann melden und dann bekommt man die dementsprechende Auskunft. Danke Bruno Rasinger für das interessante Gespräch. Ihnen danke ich für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.